Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass Ihr Blitz schnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Seania, ich grüße dich. Deine Frage ist, ist er der Richtige? Und das schauen wir auch an. Diese Karte in die Mitte ist eine wichtige Botschaft für dich. Diese Früchte zeigen, ja, es trägt Früchte. Aber so wie ein Früchte Zeit braucht zum Reifen bis zum Ernte, ihr beide braucht auch Zeit. Die Zahl 12 sagt sogar, das kann bis ein Jahr dauern. Und das heißt nicht, dass du ein Jahr lang auf ihn warten sollst, sondern bis ein Jahr entwickelt sich alles so nach deiner Vorstellung. Diese Karte zeigt deine Gegenwart und sollst die Feuerelement beherrschen. Die Feuerelement ist natürlich stürmisch, leidenschaftlich, zeigt auch Begeisterung und Bewegung. Die Frage ist nun, ist es klug, stürmisch voran? Ich würde sagen, nein. Das ist nicht die richtige Einstellung jetzt auf diese Beziehung oder Handlungsweise. Mach das eher langsam. Und genau darüber sollst du auch Gedanken machen. Und das zeigt hier ein König. Ein König, was über die Erde-Element herrscht. Erde-Element zeigt Sicherheit, Stabilität, Struktur, ein fester Boden unter den Füßen. Natürlich auch die Finanzen und finanzielle Stabilität. Aber bezüglich auf die Partnerschaft heißt das stabile Beziehung, das, was ihr beide wollt. Aber ein König, das ist männliche Energie. Und wir Frauen haben auch männliche Energie in uns, so wie die Männer haben auch weibliche Energie. Und die männliche Energie zeigt das Verstand und das Bewusste. Und die weibliche Energie ist das Unbewusste und die Gefühle. Und das heißt, wenn du hier Stabilität möchtest in dieser Beziehung, dann sei eher zurückhaltend, geduldig und natürlich gefühlsvoll, ganz klar, das braucht eine Beziehung, aber auch sachlich oder betrachte viele Dinge auch mit klarem Verstand und versuche deinen Emotionen ein bisschen im Zaum halten und nicht zu stürmisch sein. Was zeigt das Unbewusste, die Geheimnisse bei dir? Das zeigt hier diese Mondlandschaft. Mond hat einen Bezug auf unserem Unbewussten. Mond hat einen Bezug zu unserem Träumen. Achte auch auf deinen Träumen. Die Träume sind die Sprache der Seele. Und das kannst du so vorstellen, dass im Tiefschlaf verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Eindrücke. Diese Träume haben keine Bedeutung, wir vergessen das auch. Aber wenn du eine ganze Geschichte träumst und es ist so lebendig, wenn das wahr wäre, dann kannst du sicher sein, das war die Sprache der Seele. Natürlich ist das Blumensprache, ein Symbolsprache. Ich deute Träume und ich deute sehr gut die Träume. Diesbezüglich kann ich dir weiterhelfen und dann klären wir über die Traumbilder auch, was deine Seele dir flüstert. Also das ist auch möglich, dass du Träume hast und bekommst du wichtige Botschaften
und achte auf deinen eigenen Gefühlen und dein Inneren, die inneren Landschaft, diese Energie, was dich dazu bewegt, etwas vorantreiben. Versuch diese Energie nach innen richten, nach innen. Mond bedeutet auch Empfängnis. Warte, bis er sich meldet. Warte, bis er über Gefühle spricht. Und diese Traumbilder kann auch Tagesträume bedeuten. Lenk diese Energie auf deinen eigenen Träume, auf diesen Tagesträume und visualisiere. Visualisiere den idealen Zustand. Mit Vertrauen. Du brauchst an ihm oder in dieser Liebe gar nicht zweifeln. Das trägt auch Früchte. Und wenn du diese inneren Träume lebst, das wirkt wie Wunder. Ein Traum wird wahr, weil du lenkst da Aufmerksamkeit und das manifestiert sich. Jetzt schauen wir sein Gegenwart. Und das zeigt hier dieses Bild. Das Gericht kann natürlich ein Hinweis sein, dass er befindet sich in einem rechtlichen Prozess. Aber das ist wie ein so Neugeburt. Das wird jetzt lebendig. Und so empfindet das auch. Und so denkt er, weil hier die Schicksalsrat ist ein Hinweis und das sind seine Gedanken. Das ist ihm bewusst, dass er überzeugt ist davon, dass eine schicksalhafte Begegnung ist. Warum? Weil du bist sein Seelenpartnerin. Und das hat auch verinnerlicht. Weil das, was in seinem Unbewussten hier spiegelt, das ist die Sternenhimmel. Das bedeutet auch Glück, aber bedeutet auch, es ist alles in Sternen geschrieben. Und er ist davon fest überzeugt. Und jetzt klären wir euren Gefühlen. Ich würde diesmal sagen, das passt auf euch beiden. Und das sind diese Gefühlsklärungskarten. Das sind eigentlich für Kinder gedacht. Aber wir Erwachsenen haben auch Gefühle und das schadet nicht, wenn wir das auch klären. Ich bin das zuverlässige Glühwürmchen. Ich glaube ganz fest, dass alles gut wird. Ich bin sicher, dass es eine Lösung gibt. Und davon bin ich auch fest überzeugt. Liebe Seania, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.